Ich stehe zusammen mit Vitali Klitschko, dem Bürgermeister von Kiew, in schweren Stunden. Vitali, es gibt eine Offensive weiterhin auf die Stadt, die die Stadt einkesseln will. Wie ist die aktuelle militärische Lage? Ist kein Geheimnis. Hauptstadt ist das Ziel von russischer Armee. Die wollen in die Stadt kommen und die Stadt zu besetzen. Ich möchte bedanken an ukrainische Soldaten, weil es richtige Helden seit 12 Tagen schon verteidigen unsere Hauptstadt. Und Russen wollen ankesseln die Stadt Kiew, aber wir brechen die alle Pläne. Das ist so, unsere Soldaten brechen alle russische Pläne und deswegen verteidigen unsere Stadt. Das ist eine richtige Schlacht, läuft schon seit Wochen in Bucha, Gostomel, Borodjanka. Das ist eine Nebenstätte, das ist Satellitenstätte von Hauptstadt. Das ist ungefähr von hier 12-15 Kilometer vom Zentrum. Wann könnten die Soldaten, die russischen Soldaten hier sein? Niemals, niemals. Die kommen niemals. Was bedeutet Stadt? Stadt ist nicht nur Gebäude. Stadt, das ist die Leute, wer lebt in der Stadt. Und ich möchte eines sagen, so eine riesige Patriotismuswelle ist noch nie gewesen in der Ukraine. Ich treffe verschiedene Leute auf der Straße. Alle hassen russische Aggression. Alle wollen und jeder hat eine riesige Will und Wunsch, unsere Stadt zu verteidigen. Zum Beispiel, das ist eine Verteidigungsorganisation, wo man kann freiwillig kommen, freiwillige Verteidigung, das ist eine Waffe bekommen, die Schlangen, das ist Leute stehen stundenlang, Waffen zu bekommen, das ist verschiedene, eine friedliche Berufe. Zum Beispiel habe ich Ärzte dort getroffen, die Musiker, sogar Theater, Theaterschauspieler, Künstler. Aber wie können normale Zivilisten sich gegen eine russische Armee, die jetzt unterstützt wird von tschetschenischen Kämpfern, die hoch ausgebildet ist, die technisches Gerät deswegen, ich möchte an alle bedanken, wer unterstützt die Ukraine, ohne Unterstützung, ohne unsere Freunde Unterstützung und Ukraine überlebt seit längerer Zeit nicht mehr gegen russische Armee. Und deswegen, wir brauchen eine moderne Waffe, Verteidigungswaffe, wie Graf in einem Kahn. Ich habe schon zigmal gesagt, wir sind eine... Was fehlt da genau noch? Was kann Deutschland tun? Wir brauchen Helme, Schutzwesten, wir brauchen eine richtige Waffe, moderne Waffen, weil wir kämpfen nicht nur, eine Message nach Deutschland, wir kämpfen nicht und verteidigen nicht nur Ukraine, wir verteidigen die ganze Werte, wir verteidigen die Prinzipien, was gibt in der Europäischen Union. Wir haben genug Wasser, wir haben genug Lebensmittel, ich möchte bedanken für Unterstützung, für humanitäre Hilfe. Was bekommen wir auch aus Deutschland? Wir haben circa für 2 Wochen unsere Lage für 2 Wochen. Der große Teil von Bevölkerung, Anwohner von Kiew ist schon nicht da. Wie viel Prozent sind noch in der Stadt von den Wir haben gezählt. Normalerweise vor dem Krieg die Zahl von Anwohner war 3,5 Millionen. Heute weniger als 2 Millionen. Das bedeutet fast die Hälfte schon. Aber 2 Millionen ist ja schon noch eine riesige Zahl an Zivilisten. Dennoch sieht man in den Straßen kaum mehr Menschen, weil sie sich alle verstecken in den Häusern und in den Kellern. Ich bitte jeder ohne Grund niemals auf die Straße zu gehen, weil dort ist Risiko. Gleich ist Außenministerin Annalena Baerbock zu Gast bei Bild Live. Was ist die Nachricht, der Appell des Bürgermeisters von Kiew an die deutsche Außenministerin? Die Frage vielleicht auch. Die deutsche Außenministerin möchte ich noch einmal bedanken für Unterstützung und wir brauchen Unterstützung von Deutschland. Wir brauchen Waffenunterstützung, weil wir kämpfen nicht nur Frieden in unserem Land, wir kämpfen in Frieden in ganz Europa, auch in Deutschland. Sie müssen das begreifen. Und noch einmal, keine wirtschaftliche Beziehung mit Russland. Jeder Euro, was bekommt Russland, die investieren nicht in seine Wirtschaft, die investieren nicht in sein Volk, die investieren in Armee und danach bekommen sie solche Bilder wie aus der Ukraine. Deswegen keine wirtschaftliche Beziehung.
Weil Putin hat eine Idee, Sowjetunion wieder aufzubauen. Ich möchte einen fragen an ehemalige DDR-Anwohner. Wollen Sie zurück zum DDR? Wenn Menschenrechte, wenn Freiheit spielt keine Rolle für Sie, dann können Sie weiter Russland unterstützen. Und habe ich schon gesagt, wir wissen nicht, wo endet die verrückte Idee, sowjetische Imperie aufzubauen. Ich habe gesprochen über die Grenze von Polen. Ich schließe nicht aus, dass es ehemalige DDR auch in Pläne von Wladimir Putin.